Ja, hallo liebe Leute, herzlich willkommen bei Husky Let's Go. Heute sind wir auf der vierten Etappe vom Rose Camino und das geht dann von Bulai bis nach Tram-Trarbach. Tram-Trarbach hört sich natürlich super an, irgendwie hat der Ort schon was im Namen. Naja, der Peter ist wieder dabei und wir machen uns jetzt auf und ich hoffe, ihr habt viel Spaß. Bis später. Buen Camino. Auf geht's. Was das mal früher war. Ja. Guck mal, wie die Natur sich alles wiederholt, ne? Ja. Aufgemacht haben. Eine Zahnradbahn, da können wir mit rauf fahren. Wäre doch eine super Idee. Ja, liebe Leute, das war mal ein Duplo. Das Duplo ist, glaube ich, als Kraftnahrung für solche Wanderungen nicht geeignet. Aber ich werde es trotzdem irgendwie zu mir nehmen. Schauen wir mal. Ja, und das ist, wo man dann für entlohnt wird. Wenn man da oben ist, dann hat man immer wieder so einen herrlichen Ausblick. Unten ist die Allianz Arena. Heute geht's nach Traben-Trarbach. Bin gerade durch Zell gelaufen, wo die Stadt noch gestern
sehr unter Wasser stand, aber die Aufräumarbeiten laufen so routiniert und die Leute sind total tapfer und haben auch einen gewissen Galgenhumor. Das ist sehr sympathisch hier in der Mentalität. Und ganz wichtig, die Pension freuen sich über Touristen. Also ich war gestern im Bulai in einer Herberge oder in einer Pension und die war eigentlich ausgebucht und über die Hälfte der Leute ist nicht erschienen. Manche wollten ihr Geld zurück und also es muss jeder für sich selbst wissen, ob er jetzt an die Mosel fährt. Aber Tourismus ist hier möglich und die Pensionen sind auch auf das Geld angewiesen. Also liebe Leute, kommt an die Mosel, wenn ihr es sowieso vorhattet oder lasst den Leuten ihr Geld. Also in dem Sinne, ich muss gleich weiter den Berg rauf. Ich mache gerade Pause. Eine wunderbare Schützhütte. Da könnte man zur Not sogar übernachten, glaube ich. Und weiter geht's. Wo ist der Weg? Mittlerweile wieder steil geworden. Also, das ist schon ein bisschen heavy. Also, ganz schön schwitzen. Aber weiter geht das. Das kriegen wir. Das ist schon sportlich. Boah. Peter hat sich auch schon hingeguckt. Okay. Also nicht 100 Laufmeter, sondern nur Höhenmeter. Wir werden sehen. Ja, liebe Leute, ich möchte hier auch nochmal was ansprechen. Und zwar, ob es überhaupt richtig war, 2 Tage nach dem verheerenden Hochwasser hier in Rheinland-Pfalz den Mosel-Camino zu beginnen. Ich denke, dass es okay war, denn 4 Wochen vor Beginn wollten wir ursprünglich den Eifel-Camino laufen. Und das haben wir dann aus welchen Gründen auch immer verworfen. Aber ich denke, hier hat uns der Weg schon geführt und es sollte wirklich so sein. Und bis kurz vor dem Start haben wir überlegt, ob wir woanders laufen. Aber dann hat uns unsere innere Stimme gesagt, bleibt bei eurem Plan. Der Weg ist nun auch wirklich voll begehbar. Und die Hotels und Restaurants sind froh, dass wir hier sind, denn sehr viele Menschen haben ihre Buchung storniert. Wir stehen keinem im Weg oder behindern Rettungskräfte und haben auch wirklich keinerlei Interesse am Katastrophentourismus. Ich genau weiß, wo wir gerade sind. Ja, hier ist jetzt einmal geht's auf der Seite runter. Und jetzt einmal hier. Ja, ist ganz, ganz schwierig. Dann gucke ich jetzt auch nochmal auf mein Komoot, glaube ich.
Ja, liebe Leute, was ich alles für euch tue, quäl mich hier den Berg rauf. Ich hoffe, dass ihr auch mal ein Abo für mich da lasst. Jetzt weiß ich, warum ich das gemacht habe. Schaut euch das an. Das bedeutet noch knappe 4 Kilometer. Auf geht's. Hier kommt das Hochwasser hier hoch. Völlig unverständlich. Ja, liebe Leute, jetzt sind wir noch hier oben. Und da unten über die Brücke müssen wir gleich, und da unten ist wahrscheinlich irgendwo das Hotel, da hinter der Brücke auf der rechten Seite. Und irgendwie nimmt der Weg heute kein Ende. Gerade standen noch 3,7 Kilometer, aber mir kommt jetzt noch vor, als wenn es 8 da runter wären. Und wir hoffen, dass wir noch im Hellen ankommen. Vor Uwe, das Bier kann warten. Ja, jetzt kommen deine Serpentinen. Ja, tut mir leid, so freust man sich. Ja, liebe Leute, jetzt möchte ich mich einfach mal mit diesen Bildern hier verabschieden. Eine sehr anstrengende Tour. Aber wenn man jetzt diese Bilder wieder sieht und jetzt da so kurz vorm Ziel ist, einfach nur ein tolles Gefühl, und hat Spaß gemacht. Schön, dass ihr wieder dabei wart. Und schaut euch einfach nochmal hier an. Das ist einfach nur toll. Ja, und mehr möchte ich auch gar nicht reden. Ich freue mich jetzt auf ein Kaltgetränk. Und ich denke, wir sehen uns dann auf der nächsten Etappe wieder, wenn ihr noch wollt. Lasst einfach noch vielleicht noch ein Abo da. Und in diesem Sinne, Juan Camino. Buen Camino. Buen Camino, wir sehen uns. Ciao. Ich mach weiter, immer weiter, keine Frage. Immer schön zuversichtlich bleiben.